ein bisschen näher ran, da wird es gemütlicher. In dem Schatten ein bisschen wärmer, das ist ein bisschen schön, da drin der Sonne zu sitzen. Ja, denke, mal schauen. Liegt man schon rum. Ja, was ist mit letzter Woche so passiert in den Medien, was man mitkriegt und das, was man nicht so mitkriegt? Ein großer Aufreger ist ja mal wieder unser Bundespräsident. Selbst die bürgerliche Presse setzt sich mit ihm auseinander. Und das ist natürlich erstaunlich, so was zu lösen von Leuten, die sonst eigentlich die Politik der Bundesregierung nicht so schlecht finden. Zum Beispiel Jakob Augstein, der hat auf Spiegel Online geschrieben, Joachim Gauck predigt den Segen der bewaffneten Politik und das schon wieder. Der Bundespräsident hat die Deutschen aufgefordert, nicht so zimperlich zu sein, wenn es um die gerechte Sache geht. In einem Interview sagte er vor ein paar Tagen, wenn in diesem Kampf für Menschenrechte oder für das Überleben unschuldiger Menschen ist es manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu greifen. Ja? Soweit unser Bundespräsident. Gut, dass wir den nicht gewählt haben und da nie wählen können. Ja, vielleicht eine Idee. Was für Demokratie. Ja, jeder Präsident hatte bisher so sein Thema und am Anfang hat man gedacht, das Thema von Joachim Gauck wäre die Freiheit. Ja, da hat er ja genug Erfahrung drin. Aber das war ein Irrtum. Es wird langsam deutlich, das Thema von Joachim Gauck ist der Krieg. Und der Krieg ist eine schwerwiegende Sache. Weshalb redet unser Präsident dann so leichtfertig darüber? Jakob Augstein stellt fest, die Deutschen verwerfen Auslandseinsätze durchaus nicht. Sie sind bloß nicht so ungeheuer geil drauf. Immerhin sind derzeit 4.600 Bundeswehrsoldaten im Ausland eingesetzt, und zwar in weltweit 15 Einsatzgebieten. Das geht von Kosovo über die Küste des Libanons bis nach Afghanistan und weit darüber hinaus. Selbst die Leute, die sich da täglich damit beschäftigen, verlieren immer den Überblick. All das sollte Herr Gauck wissen. Auf den Koppelschlössern der deutschen Soldaten des Ersten Weltkrieges stand Gott mit uns. Und die evangelische Kirche, die hatte schon damals ihren Teil an der Augustbegeisterung. Da ist es nur logisch, wenn der evangelische Pfarrer Gauck den Krieg das Wort redet. Unsäglich war schon vor 2 Jahren sein Auftritt ausgerechnet in der Führungsakademie der Bundeswehr, wo er die deutsche Fahne beinahe zärtlich berührte und Einblick in seine Soldatenethik gab. In der geht es um Dienst und um Pflicht und um Opfer. Wobei man nie vergessen sollte, dass Herr Gauck niemals seine eigenen Opfer meint, sondern immer die Opfer der anderen, das heißt im Notfall eure. Es wäre an der Zeit zu erkennen, dieser Mann war ein Missverständnis. Papst Franziskus hat sich vor kurzem in einem Zeitungsinterview geäußert, damit das System Kapitalismus fortbestehen kann, müssen Kriege geführt werden, wie es die großen Imperien schon immer getan haben. Da man einen dritten Weltkrieg nicht führen kann, so greift man eben zu regionalen Kriegen. Also der führende Kirchenmann der Katholiken hat da wesentlich mehr Welteinsicht als unser evangelischer Bundespräsident. Der brave Soldat Gauck käme niemals auf eine solche Idee. Ja, soweit Jürgen Augstein, er sagt was zum nächsten Thema, nämlich zur Karikatur oder zur Fotomontage von Jürgen Totenhöfer, der Gauck dargestellt hat als Taliban-Führer, als islamistischen Dschihadisten und was das alles so ist. Und der gefragt hat in aller Öffentlichkeit, was haben wir bloß getan, um einen solchen Dschihadisten als Präsidenten zu bekommen. Ja, wir haben nichts getan, wir dürfen ja nicht zu, den Bundespräsidenten zu wählen, der wird unter den Parteien ausgemacht. Totenhöfer steht wegen dieser Karikatur sehr in der Kritik, so quer im bürgerlichen Lager von FAZ über LVZ und natürlich Bild. Dabei hat er nur darauf hinweisen wollen, was in Kriegen passiert. Totenhöfer erläutert seine Meinung. Gauck setzt den guten deutschen Ruf aufs Spiel. Humanitäre Kriege, sogenannte, für die er öffentlich plädiert,
haben zur Folge, dass 90% der Opfer Zivilisten, Frauen und Kinder sind. Genau darauf wollte Totenhöfer hinweisen und auf die Nachfrage, ob man denn unbedingt so einen überzogenen Vorschlaghammer benutzen muss und gar gleich in eine Falle mit Terroristen stellen, sagt Totenhöfer, es ist in unserer Zeit, in der die meisten Menschen den Krieg nicht mehr persönlich erfahren haben, muss man sehr laut für den Frieden einstehen. Vor den letzten zwei Weltkriegen waren die Friedensanhänger viel zu leise. Ich will die Schlafwandler der heutigen Politik wecken. Und das ist aber eher ein Wert und dafür muss man sich auch in Deutschland ein bisschen die Hütte fallen lassen. Man kann den Menschen nicht zeigen, dass es anständige Kriege gibt, denn solche hat es nie gegeben und wird es nie geben. Man muss den Krieg ächten und Gauck macht das Gegenteil. Er macht den Krieg salonfähig. Ja, so viel zu Herrn Gauck, dann schauen wir nochmal in den Irak. Aber dies nicht an die aktuellen Meldungen, sondern in eine Studie von Sylvia Weiß, die nachweist, wie die USA insbesondere, aber gemeinsam mit den Verbündeten, den Irak in den letzten 20 Jahren ausgeplündert haben. Das US-Außenministerium selbst gibt zu, die Ölexporte des Iraks sind jetzt auf dem höchsten Niveau seit 30 Jahren. Während das Öl für über 90% der Staatseinnahmen im Jahre 2011 verantwortlich war, entfallen auf den Erdölsektor im Irak ganze 1% auf irakische Arbeitsplätze. Unter dem Verwalter der provisorischen Übergangsregierung im Irak, Paul Bremer, verschwanden 8 Milliarden Dollar irakisches Geld auf Nummer Wiedersehen. Und das sind nicht die nachgewiesenen Mittel, die in den USA oder nach Großbritannien abgeschlossen sind. Man muss im Auge behalten, dass der Irak 11 Jahre nach dem Krieg ums Öl eines der gefährlichsten Länder der Welt ist. Genau das sehen wir jetzt. Die Versorgung der irakischen Zivilbevölkerung ist bis heute miserabel. Die Infrastruktur desolat. Die elementarsten Dinge funktionieren nicht. Millionen von Irakern sind auf der Flucht im eigenen Land bzw. auf der Flucht in anderen Ländern. Die gut ausgebildete Mittelschicht des Irak verließ zum großen Teil das Land oder wurde ermordet. Während vor dem Embargo Vollbeschäftigung im Irak herrschte und sogar Arbeitskräfte aus dem Ausland angewerben mussten, sind jetzt 50% der irakischen Bevölkerung arbeitslos. Vor dem Krieg konnte sich der Irak aus staatlichen Fabriken selber versorgen. Heute muss alles im Ausland eingekauft werden. Das heißt, die Besatzung durch die Amerikaner und die durch die Amerikaner diktierte Politik haben für den Irak genau für den Zustand gesorgt, der jetzt dort herrscht. Sie haben die Menschen oft aufgeschlossen, jeden, aber auch wirklich jeden hinterherzulaufen, um ihre desolate zu verbessern, Und das, was den US-Amerikanern dazu einfällt, ist ein Flugzeugträger in den Persischen Golf zu schicken, der den Namen George Walker Bush trägt. Das ist noch Hohn dazu. So, in der Ukraine kann man jetzt feststellen, dass gleich alles langsam normal läuft. Die Streitkräfte kaufen 1000 neue Schützenpanzerwagen und bevor sie sich entscheiden, welchen Typ sie denn kaufen, werden sie erst mal sehen, welchen von denen man besser einsetzen kann, um Unruhen und Ausbruchsreiter niederzuschlagen. Das wird erstmal genau geprüft, erst dann werden die Panzer angeschafft. Aber dass sie angeschafft werden, ist richtig. Ja, als letztes, damit noch andere zu Wort kommen, ich finde wenig positiv sein, also gerade im Irak finde ich einfach keine. Und an der Politik von Herrn Gauck leider auch nicht.
etwas, was jetzt uns immer so runtergejubelt wird, wenn die nationale Begeisterung aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft immer höher steht. Da kriegt man immer so nette Wahrheiten unter dem Futter, da werden Beschlüsse gefasst, die man hinterher dann so überschreiten ließ und erstaunt ist, was haben die eigentlich beschlossen. Zum Beispiel hat unser Bundeswirtschaftsminister vorbereitet für Mittwoch, für die Kabinettssitzung, eine Kursvorlage zum Fracking, das heißt zum Herauslösen von Erdöl und Erdgas aus Gesteinsschichten mit Hilfe von jeder Menge chemischen Dreck, wie das bereits in den USA von Exxon und Co. gemacht wird. Sigmar Gabriel wird also am Wochenende, Mittwoch eine Vorlage ins Kabinett einbringen, bei der über 80% der Bundesrepublik genau diese Methode, die eigentlich vor 2 Wochen noch abgelehnt wurde, einhändig für 80% der bundesdeutschen Territorien zulässig sein soll. Und das mal ganz einfach durch die Hintertür. Mal sehen, was daraus wird. Vielleicht kann da noch verhindert werden. Danke.